Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herz und Verstand Box von Kerbholz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herz und Verstand von Kerbholz, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album von Kerbholz. Es gab dieses Album bzw. diese Box in zwei Varianten. Einmal die hier und einmal diese hier, die etwas kompaktere Box. Die habe ich euch bereits schon vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für diese Box. Ja, die ist etwas größer, dafür aber auch etwas flacher. Also rein so von den Formaten her eine klassische Vinylbox. Wir haben hier auf dem Cover das Artwork, das Logo des Releases. Und zwar haben wir hier die Schlange im Kampf mit diesem Hahn. Dann rundherum diese Blumenoptik, diese Blätter, die auch hier alle mit diesem Kerbholz, mit den gekreuzten Äxten hier entsprechend gebrandet sind. Und darunter Kerbholz Herz und Verstand Special Edition Box zu lesen. Ja, auch hier auf der Seite rundum alle Seiten hier entsprechend beschriftet. Und auf der Unterseite haben wir hier einerseits mal die Tracklist unter diesen gekreuzten Äxten, 14 Stück an der Zahl. Und dann haben wir hier den Inhalt zu dieser Box, Special Edition Box, CD im Digipack, exklusives T-Shirt und zwei Vinyl-Coasters. Vinyl ist hier überraschenderweise nicht dabei. Dann haben wir hier noch den Barcode, die Labels und ein spezieller Verbraucherhinweis. Hier lesen wir, Achtung, lebensbejahende Beatmusik. Ja, dann schauen wir mal rein. Also der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die zwei Vinylcoasters. So sehen die aus. Und das Shirt. Und hier ist sogar noch was dabei. Das war auf der Box gar nicht angekündigt, glaube ich. Also wir haben hier so eine Autogrammkarte im Moment. Ja, ich denke es mir noch. CD, T-Shirt, Vinyl Coasters. Okay. Also, das hier überraschenderweise auch noch dabei. So eine kleine Autogrammkarte. So, also von innen die Box in schwarz. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, also das ist es, das Album Herz und Verstand. Die Optik ist die gleiche wie auch schon auf der Box. Auf der Seite Kerbholz Herz und Verstand. Und auf der Rückseite natürlich die Tracklist und dann auch wieder die Infos, die wir schon auf der Box gesehen haben. Dann schauen wir mal rein. So, auf der linken Seite haben wir die Credits zum Album hier reingedruckt. Also hier haben wir die Infos, wer hier an diesem Album mitgewirkt hat. Dann die vier Herrschaften hier abgebildet in schwarz und grau. Also alle vier Jungs hier, Torben, Adrian, Stefan und Henning zu sehen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Innenleben. Zuerst haben wir hier ein Booklet. Auch hier wieder Kerbholz Logo. So, jawohl, es ist ein Lyric Booklet, bedeutet wir haben hier alle Texte abgetippt, Wort für Wort erfasst, wunderbar. Zum Abschluss nochmal das Logo, hier dann nochmal das Kerbholz Logo und dann kommen wir zur CD. Das Booklet lässt sich hier gut verstauen in dieser kleinen Stecktasche hier. So, die CD sieht dann so aus, auch hier wieder in dieser Blumenoptik, in dieser Pflanzenoptik. Und auf der Rückseite Kerbholz, Herz und Verstand. So, genug zur CD, genug zu dem Digipack. Was mir jetzt auch gerade noch auffällt, das ist hier so ein Hochglanzdruck und der ist hier wirklich so spürbar. Also das ist hier so eine Ebene drüber, so erhaben. Das sieht echt stark aus. So, dann kommen wir als nächstes zu dem T-Shirt.
das Shirt hier in schwarz und natürlich auch hier wieder das Logo der Band und auch der Bandname. Also wir lesen hier oben riesengroß Kerbholz und darunter haben wir dann das Logo, die beiden gekreuzten Äxte. Auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal etwas stehen und zwar lesen wir hier Herztier. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das ist sogar ein Lied, oder? Ja, genau, hier haben wir es. Ich wusste doch, es kommt mir bekannt vor. Hier, der Track Herztier. Also, den hat man hier auch noch beim Shirt mit eingearbeitet. Dann schauen wir uns das mal an. Wir haben es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom Heavy Cotton in der Größe M. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Hier, Made in Marokko. Grüße gehen raus. Was die Shirtgröße betrifft, ich bin mir jetzt nicht mehr 100%ig sicher, aber ich glaube, nachdem es M ist und nicht standardmäßig L, man konnte die Größe damals irgendwie beeinflussen. Also man konnte, glaube ich, damals die Größe irgendwie auswählen. Dementsprechend habe ich mich für M entschieden. Weil sonst, wenn es nicht zur Auswahl steht, dann ist in 99% der Fällen wirklich nur ein N-Shirt drinnen. So, dann haben wir die nächsten zwei Inhalte. Und zwar haben wir hier diese Vinyl-Coasters. Die kommen in schwarz. Einmal mit dem Kerbholz-Logo hier mit den gekreuzten Äxten. Und einmal mit dem Album-Logo, mit dem Album-Artwork hier bedruckt. Hier oben entsprechend so gerillt. Und die Rückseite ist dann glatt. Schwarz, also das kann man dann auf die Vinyls draufpacken. Und als letzten Boxinhalt, auch wenn es gar nicht angekündigt war, haben wir hier dann noch so einen, ja, mehr oder weniger Zettel, weil Karte ist es nicht wirklich, weil es ist wirklich sehr dünn, es ist mehr so Papier. Und auf diesem Papier haben die Jungs unterschrieben, zumindest, ja, entweder bin ich jetzt verwirrt, weil ich sehe hier, um ehrlich zu sein, nur drei Unterschriften, eventuell dass sich hier zwei überlagern. Ja, ich glaube fast, dass hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, also dass die beiden einfach sehr dicht aneinander geschrieben haben. Vier Unterschriften hier von den vier Jungs. Und auf der Rückseite gibt es nochmal das Album-Artwork. Ja, dieser Zettel hier im Querformat. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Autogrammzettel hier im Querformat. Dann die beiden Vinyl-Coasters, einmal, zweimal. Dann das Shirt in der Größe M. Wie gesagt, ich gehe davon aus, man konnte die Größe damals auswählen. Und natürlich das Album an sich, Herz und Verstand im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Herz und Verstand von Kerbholz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kerbholz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.